Toll, das Go ist jetzt noch mit drauf. Willkommen zu Left 4 Dead. Ah! Anne! Bei Unholy Kingdom. Yay! Wieder mit dabei. Dekoro bei. Er macht seine Einladung aber auch immer anders, ne? Ja. Natürlich. Das ist eine Überraschung für jedermann. Weiß man nie, was man kriegt, ne? Letztes Mal danach gemacht. 3, 2, 1. Und dann hallo und herzlich willkommen. Und das jetzt war's. 3, 2, 1. Go! Was hältst du davon? Der sieht doch ganz cool aus, oder? Ja, der sieht richtig cool aus. Als Boden für... Ich mach mir kurz einen Schüssel. Ich glaube, ich werde das noch zerteilen als Slabs, damit ich davon Slabs habe. Damit ich nicht so viel Marble brauche. Ich gehe mal kurz erstmal in die Mine. Bisschen Marble holen. Abenteuer des Maxi McFlys. Ah ne, die Säge ist ja unten im Steinmetz. Im Steinmetz? Ja, im Steinmetzbüro hier. So. Jemand hat den Steinmetz umgebracht. Die Säge ist im Steinmetz. Da. Brauchen wir nicht. Schön die Säge wieder zurücklegen. Eigentlich wäre da so ein Tisch gut, wo das sowieso drin bleibt. Dann könnte die Säge nämlich gleich immer im Tisch drin bleiben. Da muss man die nicht immer wieder rausnehmen. Ja, wohl wahr, wohl wahr. Stör mich nicht, ich esse gerade Toast. So, wenn wir jetzt das hier... Da, genau. Deinen Toast. Ups. Hups. Nun ja, hier sind genug Spitzhacken, oder? Das sind Steinspitzhacken. Ah. Er hat Boobs gesagt. And Boobs. Ah, das sieht schon ziemlich geil aus. Also, den Stein nehme ich auf jeden Fall. Es ist entschieden! Tam, ich hätte ihr das nie erzählen dürfen mit der Schüssel. Warum? Ist doch nur zu unser aller Vorteil jetzt. Das Einzige, was du daraus ziehst, ist dein Vorteil. Der Marktplatz ist ja für alle da. Ja, ja, du bist die große. Aber wenn du so weitermachst, dann. Händlerkönigin wirst du da. Ja, wenn du so weitermachst, dann. Ja, Koroba, da bleibt nur noch eins, eine Diebesgilde gründen. Ah, ich bin ins Wasser gefallen. Noob. Er hat sich voll tintet. Er hat mich eingetintet. Ah, jetzt hab ich mich voll tintet. Wir müssten theoretisch. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt darf ich nicht zu tief gehen, weil wir müssten ja noch Eisen suchen. Oh, das sieht so geil aus! Oh, hier sind Ironberry Bushes. Ironberry Bushes. Ironberry Bushes. Weil ich das Rathaus baue, heißt das doch automatisch, dass ich der Rathausmann bin, oder? Dass du der Bürgermeister wirst, oder was? Das habe ich jetzt so nicht gesagt. Das ist eine sehr gute Idee, Anne. Das und nichts anderes wollte er damit aussagen. Ich möchte mich dieser Idee natürlich auch nicht widersetzen, wenn das so die Wahl der Leute ist. Ist es nicht! Wenn das die Wahl des Volkes ist, möchte ich dem natürlich nicht im Wege stehen. Bau Shigos Blümchen mal wieder hier hin. Kupfer. So, da sind doch Eisen, oder? So. Da. Und. Das war's. Das ist ja schon alles erkundet hier. Die Frage ist. Denn wir sind das Volk. Wir. Warum bist du ertrunken? Wie hast du das denn hingekriegt? Ich glaube, er möchte nicht darüber sprechen. Es war ein Unfall. Wir gedenken an. Wann? Bei seiner Tat, was auch immer, zu. Bin beim Spawn gespawnt. Echt? Ja. Was mit deinem Bett? Obwohl ich ein Bett habe. Da steht nur, dass mein Bett irgendwie nicht. Das fehlt. Okay. Vielleicht. Oh, du hast das Bett auf den Slabs gebaut, ne? Ja. Ja. Geht das ist, nicht? Ist immer noch. Ist seit. Ich glaube, die Slabs drin sind verbuggt. Ja, darum sind auch die Villager despawned. Ich habe das ja nachgeguckt. Manchmal ist das dann verbuggt, dass die Villager despawned, wenn sie auf Slabs stehen. Die Slabs sind böse. Slabs sind böse. Ich dachte, man bekommt halt Schaden, wenn man. Aber es ist ja die Version, wo man keinen Schaden kriegt, wenn man ertrinkt. Das ist die Version, wo du einfach tot bist. Keine das Luft, stirbst du einfach instant, wenn du keine Luft mehr hast. Ich glaube, wir müssen dich dann kurz zu uns porten, ne? Nee, ich bin schon da. Achso. Wie kommst du plötzlich? Weil ich mich selber porten kann. WB, Gurumai, WB. Ach, guck mal, da sind die anderen zwei Blümchen. Die Blümchen. Da kommt ein Blümchen hin. Was ist das? Das ist eine Verarsche! Was machst du denn?
Was machst du denn? Das Wasser ist scheinbar so tief, dass ich meine Sachen nicht holen kann. Oh, oh, das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Sonst mach dich. Sonst mach dich halt mal kurz hier Dingens bummeln. Ich hatte alle meine Sachen, ich war einen Millimeter vor der Oberfläche. Musst du dich mehr beeilen. Das ist wie bei so einem PC-Spiel, weißt du? Da musst du halt diese Passage schaffen. Versuch's halt noch einmal. Wie voll war dein Inventar? Nicht, dass du jetzt plötzlich zu viele Köpfe hast. Oh, war das krass. Wow! Was ist da jetzt explodiert? Tore? War ein Creeper, glaube ich. Ein normaler Creeper? Ich weiß nicht, war im Wasser. Den habe ich fast gekillt. Diese Welt will uns töten. Die ist feindselig. Ich hab's euch gesagt, das ist eine schlechte Idee, hier zu wohnen. Warum, meine Sachen sind überall verstreut. Oh, da kommen Zombies und ich hab mein Schwert nicht dabei. Okay, ich bin hier raus aus der Höhle, ich höre gruselige Geräusche. Kommt sogar ein brennender Zombie, ey. Ich grabe und plötzlich neben mir. Ich dachte, what the fuck? Hat's schon raus, alles gut. Fuck, und ein Zombie-Cyborg. Und ich habe genau ein, na gut, ich habe Iron Ore Berries Bushes gefunden, aber das war's auch. Irgendwie finde ich kein Eis. Ich finde was unter Wasser ist, ja. Wir brauchen eine neue Höhle. Rolling, rolling, rolling. Berge haben so tief geschürft, ey. Haben so tief geschürft. Gierig. Und plötzlich kam ein Balrog. Ach, die werden nicht grün, glaube ich, hier, die Dirt-Dinger. Ja, das ist kacke. Das ist kacke. So, aber es ist auch schon wieder nachts. Sollte man sich dann auf den Weg ins Bettchen begeben? Sag einfach nichts. Also, wir lassen uns erstmal hinlegen, Nächtchen drüber schlafen und dann die ganzen Wasserleichen aus dem Wasser fischen. Mittlerweile 3. Ja. Jetzt im Game Mode. Rage quittet er zum Game Mode, ey. Game Mode. Muss etwas machen, was man sonst nicht machen kann. Das ist das erste Mal, okay, gut, das kann halt passieren. Aber das zweite Mal, okay, gut, das kann halt auch passieren. Aber das dritte Mal... Dann wird's peinlich. Ja, das Problem ist, ich kann halt meine Sachen nicht holen. Die wären alle weg. Ja, das stimmt natürlich. Das möchte man natürlich auch nicht. Das möchte man dir auch nicht an. Soll ich uns Eisen abbauen, Jon? Nein, danke. Ich will keine gecheateten Sachen haben. So. Habe ich jetzt alles? Ich weiß halt auch nicht, ob's... Ist einer von euch jetzt eigentlich in der Mine? Nee, ne? Aber ich habe kein Eisen gefunden. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Eisen, weil ja auch jeder eine Voraussetzung ist ja auch, dass jeder eine Eisenrüstung hat. Ja. Don't starve together, Beta Keys. Was? Nichts tun. Okay. Wie mache ich das mit diesem... Ich bin mir unschlüssig, wie ich das machen soll. Einige Sachen sind trotzdem weg. Ja, die spawnt oder was? Ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe meine Tacos zum Glück noch. Hauptsache die Tacos hat er noch. Tacos sind überlebenswichtig. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Mein Schwert ist weg, meine Axt ist weg. Okay, ich gehe auch aus dem Bett raus. Jetzt habe ich 2 Minuten mich im Bett liegen sehen und nichts passiert. Ja, Goromai war halt nicht da.
Liegt die anderen im Bett? Jetzt ist Max gerade rausgegangen, aber ich kann auch ins Bett gehen. Ich glaube, Shigo hat hier auch irgendwo ein Bett. Ja, ich gehe mal in Shigos Bett. Siehst du? Ich lege mich mal in Shigos Bett. Oha. Liegt die alle im Bett? Will ja, alle im Bettchen. Dann müsste ja gleich wieder Tag werden. Ich habe es jetzt extra von Slaps weggebaut. Wer hat eigentlich die Drohung in Shigos Haus reingemacht? Eine Drohung. Mit dem Creeper-Kopf und da steht da drauf, you will be next. Das ist Max bestimmt. Ich doch, nee. Wie kommt man auf so eine Idee? Möchtest du die echte Erklärung oder möchtest du einfach? Also im Endeffekt, ja. Ist, ja, Max. Weiß ich gar nicht, warum. Ja. Bist du sicher, dass du in der Mine warst und kein Eisen gefunden hast? Weil sie eigentlich hier mal Creeper-Köpfe innen drin hatte und ich dachte jetzt so als Creeper, Creeper-Kopf und so und dann reinstellen, sodass die Creeper sich rächen wollen. Aus dem ganzen Platz hier raus ist natürlich episch, ne? Ich weiß nicht, ob ich genug Marble habe. Ich muss eventuell nochmal neu Marble sammeln gehen. Aber mein Haus ist ja auch aus Marble. Ich warte gerade auf so einen Guru-Bei, der gleich runterfällt. So, ich weiß noch nicht genau, Max, wie ich das hier mit dem Wasser machen soll, weil das würde ich dann eventuell auch symmetrisieren, aber ich weiß noch nicht genau, also, wie. Wo ich irgendwie eine Idee hätte, dass es tatsächlich irgendwie schmaler machen wäre, ein bisschen kontrollierter. Mhm. Und vor allem auch hier bei der Bibliothek vielleicht so ein bisschen so, dass es wirklich nur vor dem Fenster runterläuft. Mhm. Und dann hier in so eine Art Brunnen endet. Ja, ich würde so, ja, so eine Art Brunnen, also so eine Art Teich mit Steinrand. Teich, ja, genau. Ja. Einfach, also schon auf jeden Fall, dass es gewollter aussieht. Dass es zivilisiert aussieht. Wir sind ja jetzt in der Ritterzeit. Da muss das auch schon mal alles ein bisschen zivilisierter aussehen. Ganz genau. Der Prunk kommt dann erst in der nächsten Zeit. Ich würde sagen, dann verzieren wir noch mit Goldklötzen. Ja, dann kommen noch die Goldklötze, genau. Möchtest du jetzt uns aufklären, was es mit deinem Schrei auf sich hat, oder ist das so ein... Hier war Lava und da sind diese Dinger drin gespawnt, diese Flugdinger. Die machen, achso, die Flugdinger, ja, die so. Schießen mit Feuer, ne? Ja. Und ich hatte halt kein Schwert. Hast du sie tot geboxt? Ja, mit einer Spitzhacke. So, ja gut, dann kümmere ich mich erstmal darum, da muss ich auf jeden Fall... Das. Ups. Die ich habe zwei tickt. Eisen gefunden. Die Uhr tickt. Sie tickt. Weißt du, was für eine Uhr? Das ist unsere. Achso. In der Schule die Uhr. Genau. Meine Zeit läuft ab. Oh mein Gott. Die biologische Uhr. Ich höre sie ticken. Immer diese biologische Uhr vor allem. Ein bisschen aufräumen hier in die Lagerkisten. Hier, ich habe Dirt noch geschüsselt, ja, das sollte ich auch mal rückgängig machen. Dirt, dirty dirt. Meine Spitzhacke ist kaputt. Ich bin ja jetzt ab und an mal auch in so einer Streamer-Community unterwegs im TS. Und eine von den Mods dort, das ist mir gerade so eingefallen, apropos biologische Uhr, die 17. Und hat jetzt vor kurzem geheiratet. Wohnt aber, also wohnt, ist deutsch, wohnt in Deutschland, pipapo, alles aus eigenem Wille. Wo ich mir auch dachte, mit 17? Da müssen die Eltern ja zustimmen dann, ne? Ja, natürlich, aber es ist, also es ist ja trotzdem irgendwo, wo ich mir dachte, holla die Wolfie. Es gibt, ich finde, es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund, sein Kind mit 17 heiraten zu lassen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit 17 war halt mal mein Gedanke bestimmt noch nicht auf irgendwo auf Hochzeit fixiert. Worauf denn dann? Oh Gott, ich sein. Auf Ausbildung. Ganz ehrlich gesagt. Wir waren doch mit Computerspiele Abi. Halt. Computerspiele halt auch. Das war, ja. Computerspiele, Abis. Hast du dir gerade ein Schwert gecraftet? Nein. 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 Kommst du darauf? Ich esse jetzt erstmal einen Apfel. Not really better than iron. Warum kann ich den Schiff
kann man die nicht verstecken. Das ist genauso wie letztens bei mir im Gestrandet, als ich mit Neve gestreamt habe, wo er plötzlich kam. Wie, warte mal, du hast doch nichts mit Eisen gemacht? Oha. Ich bin ja derjenige, der hier Eisen sucht. Und ob ich wirklich Eisen finde, das erfahrt ihr in der nächsten Folge bei Let's Play Unholy Kingdom. Bis dahin, Leute. Tschüss.